Hallo und willkommen zu meinem Tutorial. Im letzten Tutorial habe ich euch ja gezeigt, wie man HDR-Bilder fotografiert. In diesem Tutorial soll es aber darum gehen, wie man sie zusammenfügt. Ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich die verschiedenen Belichtungsbilder nicht gezeigt habe. Ich habe es echt verpasst. Ich habe das Endergebnis gezeigt, aber nicht die verschiedenen Belichtungen. Und dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen bei euch und werde es halt in diesem Sinne nochmal zeigen, was der Unterschied halt ist. Und zwar ganz links außen seht ihr das überbelichtete Bild. Etwas weiter rechts seht ihr das verdunkelte, also das unterbelichtete Bild. Und in der Mitte ein ganz normal neutrales. Aber das Neutrale wirkt jetzt genauso wie das HDR. Nicht ganz. Das zeige ich euch aber auch gleich. Hier sieht man schon einen ganz leichten Unterschied, zumindest zu den Schatten und zu den Lichtern. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erst einmal in Photomatix, wo ich das auch reinlade. Und dann werden wir die drei Bilder einfach auswählen, die wir benötigen. Das wären diese hier. Öffnen das Ganze. Okay, hier hätten wir jetzt noch Zwischenergebnis 32-Bit HDR Bild anzeigen. Mach ich aber nie. Und ich bestätige das Ganze einfach hier mit OK. Und wenn ihr bewegte Bilder habt, sprich ihr fotografiert gerade eine Wand und da laufen Leute vorbei, dann kann ich euch einen kleinen Tipp geben, und zwar Geisterbilder entfernen. Das bedeutet einfach nur, dass er die Überlagerung korrigiert und so gut wie es geht halt anpasst. So, ja, das war's eigentlich schon, und ich bestätige jetzt hier ganz einfach mit okay. Ihr könnt hier natürlich auch noch den Modus, die Farben auswählen. Ich habe hier Adobe, bestätige jetzt das Ganze mit okay und warte jetzt einen kleinen Moment. Ja, bis er das fertig geladen hat. Es dauert einen ganz kleinen Moment, also der Schluss ist immer das Beste. So, und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen dem normalen Foto und dem HDR-Foto, was wir jetzt hier haben? So, sorry für den Cut. Der Cut musste leider sein, weil ich irgendeine Fehlermeldung hatte, aber ich habe das Gleiche, was ich eben erklärt habe, noch einmal neu geladen und zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Also ich habe jetzt nichts weiter verändert, ich habe das gleiche Bild genommen, und wie ihr jetzt hier gerade schon seht, seht ihr ohne Vorschau das Bild. Wenn ich hier auf diesen Haken mache, seht ihr das HDR-Bild. Und das hier ist halt ohne. Das ist einfach nur das unterbelichtete Bild. So, klicke ich ran. Seht ihr, wie das Ganze im HDR-Look aussieht. Und ich finde, dass im HDR-Look um einiges besser aussieht. So, das Ganze natürlich ist ja jetzt soweit fertig. Ihr habt hier rechts noch verschiedene Modi, zum Beispiel Grunge. Ich richtig Grunge. Mag ich aber ehrlich gesagt nicht. Deswegen Standard. Und ich sage dann immer einfach verarbeiten. Das dauert jetzt auch noch einen ganz kleinen Moment, aber nicht allzu lange, so wie die anderen. Ja, und dann könnt ihr das Ganze eigentlich schon abspeichern. Und zwar, indem ihr einfach auf erstmal fertig klickt und dann auf Datei. Bild speichern oder speichern unter.
und das Ganze speichert ihr dann als TIFF, damit ihr, wenn ihr das in Camera Raw noch öffnen wollt, einfach viel, viel mehr Möglichkeiten habt und auch bessere Bildqualität. Ja, da ich das jetzt schon abgespeichert habe, brauche ich das jetzt nicht mehr machen, sondern überlasse es euch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial etwas weiterhelfen und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Tutorials mit mir, eurem Sebastian von Michels Digital Photography. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Karfreitag und schöne Osterfeiertage. Ja, wir sehen uns und viel Spaß. Ciao und auf Wiedersehen.